Ich habe seit meiner Geburt eine Gabe. Die Fähigkeit zu sehen, was noch kein menschliches Wesen je zuvor gesehen hat. In meinem Kopf herrscht Chaos. Die Bilder, die Geräusche, der Geruch. Ich muss mich erinnern. Muss alles wieder sortieren bis zu diesem Moment. Mich erinnern, wer ich bin. Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Ich habe sie alleine am Straßenrand gefunden, mitten im Nirgendwo. Gab es einen Unfall? Hat man sie überfallen? Vielleicht einen Namen. Soll ich jemanden für Sie anrufen? Sie haben sicher Familie. Freunde? Irgendjemand, der mir sagt, wer Sie sind. Hey! Sie reden nicht viel, was? Wenn Sie mir nicht helfen, kann ich nichts für Sie tun. So kommen wir nicht weiter. Ist das eine Narbe? Ist die neu? Sie müssen sie stoppen. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Sie sollen unbedingt auf mich warten. Stellen Sie umgehend Kontakt her, verstanden? Sie müssen sie stoppen! Sind verdammte Idioten! Ich weiß. Sie kommen. Was ist hier los? Die Kleine, die heute rankam. Wo ist sie? Jodie, was hast du getan? Da bist du ja.
Na, wie geht's dir heute, Jody? Gut? Ich störe dich nicht gern beim Spielen und so, aber ich glaube, es wird Zeit, Süße. Komm, Kleine, zum Spielen hast du doch nachher noch Zeit. Okay, Nathan wartet auf uns. Hi, Cole. Well. Er ist fast fertig. Er war vor zwei Wochen fällig. Hallo, meine Süße. Du siehst hübsch aus heute. Wir sind da. Dieses Jahr regnet es viel. Kann man wohl sagen. Aber es war nie wirklich kalt dabei. Nein, weiß nicht. Hey, Jolie. Na, wie war bisher dein Tag? Ziemlich gut. Okay, wir setzen das hier jetzt auf. Ist nicht schlimm. Genau wie eine Krone. Oh ja. Hohoho. Jetzt bist du eine Prinzessin. Keine Sorge. Es ist alles in Ordnung, mein Schatz. Ich bin nebenan, wenn irgendwas ist, okay? Hey, Jody, kannst du mich hören? Okay, los geht's. Kathleen ist nebenan. Und sie hat die gleichen Karten wie du. Gut, wir wollen jetzt, dass sie eine Karte zieht und sehen dann, ob du sagen kannst, welche sie gezogen hat. Glaubst du, das wird gehen? Gut. Okay, dann geht's los. Erste Karte. Sie ist im anderen Raum, Aiden. Zeig mir die Karte. Aiden, geh rüber in den anderen Raum und zeig mir die Karte. Puls der Testperson jetzt bei 45 Schlägen. Nächste Karte. Nächste Karte. Wirklich gut, Jody. Versuchen wir mal was anderes.
Da sind ein paar Bauklötze auf dem Tisch im anderen Raum. Kannst du die Klötze vielleicht umwerfen? Jody, kannst du da drin noch was anderes bewegen? Mir leid, aber mir reicht's. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Die Tür ist verschlossen. Nein, Kathleen, sie ist nicht verschlossen. Sie klemmt sich ja nur. Einen Moment, ja? Ganz ruhig, Kathleen. Geh du zur Tür. Du musst jetzt damit aufhören, Jody. Der Test ist vorbei. Du musst jetzt aufhören. Lass das, Aiden. Du sollst nichts anfassen. Okay, Jody, Schatz, das Experiment ist vorbei. Es wird niemals vorbei sein. Ich fühle mich, als ob alle hier starren. Das ist nicht nur ein Gefühl, es starren uns alle an. Und was mache ich, wenn etwas schiefgehen sollte? Da kannst du gar nichts tun. Das hatte ich vermutet. War nur ein Check. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Wenn dich jemand anspricht, einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elizabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Ja, Botschafter. Wie schön, Sie hier zu sehen. Ich brauche einen ruhigen Platz. Ist alles okay? Ja. Nein, nein, doch nicht. Ich bin echt nervös. Folge dem Plan. Der Rest läuft dann schon. Such dir ein Versteck und zieh das Ding einfach durch. Klar.
Nicht jetzt, das fällt zu sehr auf. Tasawwuf in London, Nihair al-Usbu al-Mahdi. Lagat ishtara Muhammad, Tahira jadida. Inaha muriha jittan. Tahira sabika... kanat batiya. Aiden, Aiden, bist du bereit? Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Hier muss es sein. Irgendwo muss ein Schalter sein, um das Bild zu bewegen. Such ihn, Aiden.
Uns bleibt keine Zeit. Ich halte die Schmerzen nicht mehr aus. حسام، اذهب والقي نظرة على مكتب السفير. حاضر، سأذهب حالاً. شيء غريب على الشاشة. Scheiße! Die Kamera war an. Die Wache kommt. Verhalte dich ruhig, sonst schlägt der Alarm. أنا في المكتب. كل شيء في مكانه. حسناً، وصل. Denk nach. Es gibt sicher noch einen Weg. Auf, Aiden. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Hamid, ماذا Die Kameras. Ich habe gesagt, du musst dich zuerst um sie kümmern. من؟ أنا؟ أنا كنت أرى كل شيء على ما يرام. أنت تعرف جيدا أنه لا يسمح لنا الدخول في هذا المكتب. هيا، اخرج من هناك. يا غبي اوكي jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. لنفس القميع 14,000 ريال. العام الماضي كانت الأسعار منخفضة. أما الآن سأخسر المال إذا بعت لك بسعر 15,000 ريال فقط. بعد كل الخدمات اللي قدمتم لك، ألا تحس أن الطقس برد فجأة؟ أجل. أظن أن المكيف قد تعطل. سأشتري منك 30 طنًا. بسعر
15,000 ريال. Mal sehen, ob du den Safe aufkriegst. Jetzt lesen wir die Dokumente. Beeil dich. Ich kann nicht mehr viel länger. Okay, nicht bewegen. من أحد هناك الرجاء الخروج من هناك على الفور ولكن ماذا تفعل هنا إنها مراحل السيدات انصرف من هنا حسناً أيها حسناً. المنحرف سأنصرف Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Ich will jetzt gehen. Gut, ja, wir gehen.
Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Jody, du bettelst doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Und das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach Tiefluft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Es ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Na, geh schon. Oh, das Geschenk musst du mitnehmen. Ein Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Es ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann um 5 da. Viel Spaß. Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, was immer du willst. Ach, wurde auch Zeit, dass sie verschwindet. Hey, Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4? Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen? Nein. So ein Zeug? Nein. Partytime! Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Wo bleibt die Musik? Steht unter meinem Bett seit einer Woche. Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Ja, klar, cool. Hey, verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Na klar, trinkst du gerne Bier. Thank you.
Hi. Hi, ich bin Matt. Jody, oder? Ich hab dich noch nie in der Schule gesehen. Bist du nicht in der auf der Basis? Ich bin da in so einem Programm. Mit eigenem Lehrer. Das ist ziemlich öde. Da sind sonst kaum Leute in meinem Alter. Ich glaube, ich habe mich wohl daran gewöhnt. Du arbeitest also mit Kirstens Mutter? Im Prinzip kennt Kirsten mich nicht. Ihre Mom ist in meiner Einheit, deshalb bin ich eingeladen. Ich war vorher in London, aber seit 2 Jahren wohnen wir hier. Und du? Wo hast du vorher gewohnt? New York. Mann, ich liebe New York. Ist der Wahnsinn. Ich war mal da, voll abgefahren. Hast du denn Hobbys? Irgendwas, was dir Spaß macht? Ich surfe so oft ich kann und ich spiele in einer Band mit ein paar Freunden. Und du? Worauf stehst du? Das klingt jetzt sicher langweilig, aber ich lese sehr viel und ich mag Sport. Ich meine, ich darf nicht aus der Basis, also das schränkt es etwas ein. Kann ich dich mal was fragen? Was machst du in Einheit 4? Also ich habe eine Gabe. Kontakt zu einer Existenz. Existenz? Du meinst wie ein Geist oder sowas in der Art? Ich weiß, das klingt völlig verrückt, aber es ist eine Art, wie eine unsichtbare Präsenz und die folgt mir. Ist es jetzt da? Ich rede nicht gern darüber. Sorry, Mann, ich bin blöd. Ich hoffe, du bist nicht beleidigt Nein. oder so. Oh. Nein, ist okay. Okay. Was Langsames. Willst du mit mir tanzen? Ich kann das wirklich nicht gut. Ach, schon okay. Ich kann das auch nicht so richtig gut, also. Aber. Sorry, ich glaube, Tanzen ist nicht wirklich unser Ding, oder? Okay. Weißt du, bestimmt hörst du das ständig, aber das ist echt hübsch, weißt du? Danke. Du bist nicht wie die anderen, ich meine, das ist was wirklich Besonderes an dir. Das kannst du wohl laut sagen. Danke für den Tanz, Matt, aber ich werde wohl passen. Leute, warum gibt Jody uns keine Demonstration ihrer Super-Mega-Power? Nein. Klasse Idee. Nein, das wird der Knaller. Ach, vergesst es. Das ist doch nur Mist. Ja, komm, Jody. Zeig uns, was du kannst. Okay, Jody. Dann zeig doch mal was. Nein. Ich kann nichts Besonderes. Ich hab's doch gesagt. Alles Blödsinn. Gut, okay, Leute, Zeit für den leckeren Kuchen. Und ganz wichtig, Zeit zum Geschenke auspacken. Obwohl, der Kuchen hat Zeit. Ich mache erst Geschenke auf. Love, Jen. Kiss, kiss, kiss. Oh, wie süß, Babe. Bestimmt Kniestrümpfe.
Ein String! Genau, was ich wollte! Dann kann deine Mom ihre behalten. Und verbessert die Chancen auf einen süßen Freund. Mein Zukünftiger möchte dir danken. Sein Leben wird jetzt mega interessant. Was ist das? Ein altes Buch. Es mieft scheußlich. Das ist echt selten. Ein Gedichtband von Edgar Allan Poe. Edgar Allan wer? Was? Stand das Ding vielleicht bei deinem Opa im Bücherschrank? Nein, nein, das ist echt antik. Ja, genau wie dein Kleid. Nein, ehrlich, ist das ein Scherz? Unglaublich, dass du zu meiner Party kommst und du schenkst mir diesen Kram. Und sie hält sich für clever. Aber sie ist nur eine Laborratte. Eine freakige Laborratte. Ja, und sie hängt an mir wie eine Klette und baggert mich ständig an. Bettelt richtig. Oh, und eine Nutte dazu? Ich wollte sie gar nicht einladen. Meine Mom hat mich dazu gezwungen. Ja, sie ist eine Schlampe. Und eine Hexe noch dazu. Wir sollten irgendwas mit ihr machen. Was macht man mit Hexen? Sie verbrennen. Schnappt sie euch! Nein! Nein! Oh, Meisterin der obskuren Dunkelheit! Bring uns deine mächtige Magie! Oh. Bitte! Bitte, lass mich das raus! Das war schon, als sie vorhin reinkam. Bitte euch! Bitte, lass mich raus! Bitte! Gab's nicht noch Kuchen? Bitte, ich will hier raus! Ich bin wirklich hungrig. Bitte, lass mich raus! Ja, ich bitte euch, bitte, lass mich raus! Mich hier raus. Bitte. Toll, sehr lustig, Steven. Hey, das war ich nicht. Ich hab's nicht gemacht. Shit, das ist Wahnsinn. Ich verschwinde von hier. Lasst mich hier nicht alleine. Okay, wartet auf mich. Die Tür, sie ist versperrt. Unmöglich, zieh fester. Ich sag doch, sie ist zu. Ganz ruhig, kein Grund zur Panik. Fenster! Los, die Fenster! Verschlossen! Alter, das ein Scherz ist, ist der echt verblüht. Was? Was war das? Jetzt ein Jody! Ist mich! Oh, fuck!
zeigen. Sie haben das verstanden. Komm schon, wir gehen. Wir warten. Haben wir Ärger. Also hör jetzt auf! Er übernimmt für Dr. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, wer will dich sehen? Na los, geh zu ihm. Ich warte hier, Schätzchen. Jodie, er wartet auf dich. Hallo, Jodie. Komm rein. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Jodie, mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jodie? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Ich kann verstehen, wenn du nicht gerne darüber reden willst. Aber wenn doch, finde ich vielleicht etwas raus. Dieser Freund. Kennst du ihn denn schon seit langem? Seit deiner Geburt? Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Kannst du ihn für mich malen? Kannst du ihn bitten, was zu machen?
sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich sag Aiden nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Und? Hat er das da auch gemacht? Nein. Das waren die Monster. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Komm schon, Holmes! Hopp, hopp! Ganz genau so, Holmes! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Zielen, schießen, dann zur nächsten Deckung. Kapiert?
Komm raus da! Los, los, los! Nicht jetzt, Aiden. Schläfst, Jody! Bleib jede Sekunde dran! Dreh dich denn hier völlig gegen die Wand? Nein, die Rechnung ist falsch. Streng dich an. Okay, Rekrut. Jetzt hau diese Ölfässer da um. Und jetzt weiter. Schluss damit, Holmes! Jetzt! Verdammt, er bringt ihn noch um! Es reicht, Aiden! Es geht mir gut! Erklär deinem Ding, dass das ein Training ist. Er soll keinen umbringen. Ich kann ihm keine Befehle erteilen. Er ist eine wilde Bestie und kein verfluchtes Haustier. Wenn mir jemand wehtut, dann greift er halt an, verdammt! Wir sehen uns dann morgen. Jetzt!
mach schon, Rekrut! Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein! Verdammter Scheiß! Was verflucht soll das hier eigentlich darstellen? Oh.
Fuck! Willst du hier bleiben die ganze verfluchte Nacht? Probieren wir's nochmal.